Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Journey. Wir spielen heute weiter. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Daumen gerne nach oben da lassen, das wäre sehr, sehr, sehr cool. Heute haben wir erstmal ein bisschen Training. Und da gibt es ja nur wieder Anweisungen. Schöner Tag. Heute arbeiten wir daran, den Ball laufen zu lassen. Pass und Ball abfangen. Ball abfangen ist nicht so meins, aber die Pässe, die sollte ich hinkriegen. So, da irgendwie den Ball rumkriegen. Oh, hat gepasst. Bin auch ein bisschen rausgelaufen, da muss ich aufpassen. Weil dann würde es wahrscheinlich mehr Punkte geben. Oh, genau das. Genau das. Oh oh, Fehler. Oh, so knapp. Okay. Aber exzellent, hat dafür gereicht. Okay. Nächstes, Ball abfangen, das kann ich nicht. Da bin ich zu doof zu. Aber ich muss den passen, oder was? Okay, da Minus. Schon wieder den Ball da versammelt. Oh. Ein C kann ich so nicht stehen lassen. Ich kann das eigentlich besser. Ja, könnt ihr mal da irgendwie hinten aus der Ecke rauskommen? Hm. Das wird so nix. Richtig dämlich. Letzter Versuch. Das müssen wir nochmal machen. Oh oh. Ich kann das nicht. Ich habe schon gesagt. Eigentlich habe ich es schon mal richtig gut hingekriegt. Eine Ewigkeit später. Das jedes Mal. Ich krieg die Krise. Ach, fuck. Okay, mit einem B. Ich hasse dieses Teil. Jedes Mal verstecken die sich dann irgendwann ganz doof. A, B. Ja, komm. Nehmen wir mit. Mach mich richtig aggressiv, so ein Training. Das war's für heute. Ah, okay, nächstes Spiel steht an. Vermute ich einfach mal. Oder irgendwelche Dramen. Die nächste Chance für Alexander zu glänzen. Du musst einfach nur dranbleiben. Talent hast du. Wenn du zu einem Club gehen soll. Wechsel, Bart der Gefühle heute. Mein Team hat gewonnen, aber eigentlich verliert man Manchester United einen Topmann. Bitte bleib, Alexander. Ja. So, da haben wir das auf jeden Fall alles schon geschafft. Und jetzt Brighton. Aber zu Hause. Und jetzt wird es hoffentlich wieder schwieriger. Mal erstmal gucken, was hier die Sequenz sagt. Das ist das Spiel aus der Demo, oder? Schnapp dir ein Leibchen, Junge. Ach. Ich sitze auf der Bank? Der Trainer meint, der ganze Transferkram lenkt dich einfach zu sehr ab. Und ich sehe das eigentlich auch so. Mich lenkt überhaupt nichts ab. Echt nicht. Weißt du, ich würde dich ja gerne halten. Leute, das kann so nichts werden. Ich habe das in der Demo gespielt. Wir liegen 3-0 zurück und ich soll dann noch das Spiel irgendwie retten. Okay, gucken wir mal. Okay. Spannung steigt. So. Okay. Buh! Buh! Richtig gut. Oh Mann. Ja, wir liegen 3-0, glaube ich, hinten. Das gegen Brighton? Sicher? Hab jetzt nicht so das Gefühl, Alexander, dass das so eine krasse Mannschaft ist. In der Startelf. Da ist der Trainer knallhart. Ah, da ist mit seinen Gedanken scheinbar ja wirklich woanders und nicht bei Manchester United. Vielleicht die Chance. Spiel hat gerade erst begonnen. Sofort der Rückstand für United. Und wir hören es ja, die Fans alles andere als zufrieden. Der Ballverlust. Oh, gefährlich. Tor Nummer 2.
unglaubliche Lücken da hinten in der Abwehr. Ja, die laden sie ja ein. Pfiffe werden lauter. Kommt Hunter jetzt vielleicht doch noch für United. Sie versuchen es erneut. Wieder das Gegentor. Tja, United mit einer miserablen Leistung heute. Okay, Hunter, es geht los. Jetzt kannst du sie überzeugen. So verabschiede ich mich hier nicht. Ich bin hier noch nicht fertig. So gehört sich das. So, die Fans haben ihre eigene Meinung zu Hunter. Und die sagen und zeigen sie ihm auch deutlich, da ist im Moment wenig Sympathie vorhanden. Ja, okay, wir sollen am besten das Spiel gewinnen, ne? Hauptsache ein Treffer. Irgendwas. Das wäre schon ganz cool. Come on. Martial. Matic. Pogba am Ball. Mkhitaryan. Und jetzt mal Manchester United. Flanke jetzt von Valencia. Pogba, das muss es sein. Geht da noch was? Der Rückstand ist enorm. Super. Da ist der erste Treffer und Pogba kriegt wieder die Vorlage von mir. Und ich habe diesmal nicht gedappt. Das war er selbst. Da konnte ich nichts für. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist Eigentor das Risiko, auch noch. Wenn du dazwischen gehen willst, dann fällst du auch mal einen Ball um. Das ist doch kein Eigentor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer da, anderen. Er hat ihn auf den Fuß an. Geschossen. Das ist doch kein Eigentor. Also das sehe ich nicht als Eigentor. 59. Wir machen den Treffer. Nach ich bin auf dem Feld. Mach direkt die Vorlage. Come 3-1. On. Hünemeyer. Also da ist der Trainer schon mal ganz zufrieden. Sidwell. Weg ist der Ball. Sehr gut. Okay, come on. Dann ist das Spiel vorbei. Jetzt Alexander. Matic. Flanke jetzt. Der Ball wurde gut weg. Also so richtig die Pässe. Spielen sie mir noch nicht so ganz zu. Vielleicht sind die jetzt auch ein bisschen enttäuscht von mir. Aber jetzt ist der Ball weg. Macht er ihn. Ja! Der ist drin! David gedappt, Leute. David gedappt. Wieso sehe ich keine Sequenz? Alter Schwede, schaut es euch an. Sie sich nicht ihrem Schicksal. Klasse Mannschaftsleistung, die hängen sich wirklich rein. Und damit ist der Treffer natürlich auch verdient. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ey, den hat er mit Absicht nicht gefangen, oder was? 3-2, also. Da ist alles drin. 5 Minuten auf dem Feld und schon fallen hier die Tore. Ah. Ganz einfach an den Ball gekommen. Sollen wir es nochmal probieren? Jetzt vielleicht mal Alexander. Schönes Nein, Pogba! Chance für Pogba! Jo! Ich dachte, das wäre drin! Jetzt muss Pogba raus. Das ist der beste Mann! Okay, komm, Juan Mata rein. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Bleib am Ball. 2-3. Groß. Ey, das ist wirklich sehr krass. Auch wirklich schwierig. Jetzt haben sie da hinten, sind schon wieder komplett auf. Gut gemacht. Und jetzt, zack, ab dafür. Come on, come on, come on. Go, go, go. Ein paar Minuten sind noch. Der Ball kam nicht richtig bei mir an. Da, De Gea. Schlechtes Timing. Was erzählt er mir da? Ja, wesentlich gute Note hier. Gekämpft, nachdem wir so weit hinten lagen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Ich wollte ihn in die Mitte spielen. Was war das denn für eine beschissene Flanke? Warum denn da hinten hin? Oh, da verdammt. Ja, da ist Platz jetzt. Ball kommt rein. Sehr gutes Wie haben die denn 3 Tore geschossen, wenn die so schießen? Sie legen vorne, okay. Auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Ausgleich. Wenigstens ein Punkt. 2 Tore wird wirklich schwierig. Das glaube ich nicht. Nun, Ander Herrera. Das mir jetzt auch noch. Und Hunter.
der Pogba auf dem Feld fehlt, macht es nicht unbedingt einfacher. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Ein guter Doppelpass. Ball ist weg, kommen Sie vielleicht nochmal ran. Matic. Und Hunter. Ach, klasse Einsatz, verdammt. Aber kommt auch an den Ball. Haben wir. Gut, gut, gut. Sorry, Jungs. Sorry, Jungs. Sehr schönes Passspiel. Flache Flanke jetzt. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Okay. Weiter, weiter, weiter. Jetzt wird hier zerlegt. Bleib. Come on. Esquerdo. Jetzt Matic. Jungs! Die United Fans wollen diese Niederlage nicht hinnehmen. Sie geben nochmal alles. Eine unglaubliche Stimmung Scheiße. In Old Trafford. An den Fans liegt es nicht, wenn sie das Ding verlieren. Also an Alex Hunter. Wieder zurück. Martial. Weiter ist es. Toller Pass. Wird das seine Torchance? Erstmal rausgefaustet. Martial! Fuck, warum mache ich das? Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Mata. Mata! Oh, da trifft er die Latte! Nee! Entschlossen geklärt. Relativ hilflos, was sie da machen, aber klar, bei diesem Druck gibt Einwurf. Abseits. Oh das Mann, Omeda. Es wäre so schön, wenn sie es einen Punkt rausholen. Come on. Bahn, aber hier ihr könnt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare reinschreiben, falls, gemäß dem Fall, dass wir doch nochmal Transfer machen sollten, welche Mannschaft sollen wir nehmen? Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Oh, come on, ein Punkt. Ein Punkt, come on! Nachspielzeit jetzt. Geht hier noch was? 5 Minuten. Die Fans glauben noch mal dran. Es wird eine üppige Nachspielzeit geben. Klar, dass die Fans hier jetzt noch. Martial. Das ist nicht das erste Mal, dass in der Nachspielzeit noch Verrücktes passiert. Nein, da kommt ein Fuß dazwischen! Das letzte Mittel. Alle Mann in den Strafraum bei diesem Eckball. Inklusive Torwart. Ich sehe nichts, ich habe keine Ahnung. Bleibt nicht viel übrig, ziemlich planlos das Ganze. Ball im Aus. Hä, gar nicht. Hör die Fresse. Mata am Ball. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Alex. Nein! Die Chance ist vorbei. Oh. Er wirft sich in den Scheiße! Da haben wir den Stoßpfiff. Das war's. Ey, das war so wichtig. Ja, er steht jetzt abwehren, Mann! Gut und gerne ich wollte den haben! Ich wollte den Treffer! Das hätte sich keiner groß beschweren dürfen. Nee, das stimmt. Shit! Eng, aber in den entscheidenden Momenten waren sie einfach nicht präsent genug. Ach, ich sollte nicht nur ein Tor schießen, sondern ich sollte nach dem Ausgleich den Siegtreffer. Ja, klar! Mach doch gleich 8-0 für den Gegner und das sollen wir aufholen. Oh mein Gott. Wir haben alles gegeben, Freunde. Alles. Alex, eine Niederlage heute und auch kein leichtes Spiel. Nein. Nach Ihrem Transferwunsch haben die Fans eindeutig reagiert. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie den Platz betraten? Puh. Alter Schwede. Okay, ich wollte den Fans zeigen, was ihnen künftig entgehen wird. Ich wollte den Fans zeigen, wie viel mir der Club bedeutet. Ich wollte die Wende einfach schaffen und den Fans zeigen, wie viel mir der Club bedeutet. Einzelne Buhrufe hin oder her, aber unsere Fans waren immer super. Ich wollte mich heute bei ihnen bedanken, doch leider hat es damit einfach nicht geklappt. War das ihr letztes Spiel für diesen Club? Müssen wir mal sehen, aber momentan sieht es so aus, ja. Ich hätte mich gern anders bei den Fans verabschiedet, aber so ist das im Fußball. Danke fürs Gespräch, Alex. Danke.
Und jetzt kriegt er kein Angebot, dann peinlich. Ich würde über sowas doch nicht reden. Oh, Mann. Das ist echt bitter, das ist einfach bitter. Ah, es ärgert mich, ey. Freistoß, Grundlagen, Volley. Oh, Mann. Jetzt gemerkt an meinen Emotionen. Das hat mich aber echt abgefuckt. Mann. Nein, nur Spaß. Okay. Volley ist Gold. So, links. Zweiten Schützen rufen. Dritten Schützen rufen. Einfach nur schießen. Okay. Mal sehen, ob ich überhaupt das Ding treffe. Gezirkelter Schuss. Na gut. Ziel treffen wir auch nicht schlecht. Oh, ganz knapp. Äh, 42 Sekunden haben wir Zeit. Oh, bisschen döller. Eine Ewigkeit später. Gut, das ist schon mal ganz wichtig. Super, genau so. Sehr gut. Oh, super, exzellent. Jetzt will ich hier aber auch nochmal treffen. So muss das auch im Spiel laufen. Oh yeah. Spitze, so gefällt mir das. So. Sehr gut. Na, das können wir machen. Volley. Erziele möglichst viele Tore gegen den Torhüter. Für Volleys und getroffene Ziele gibt es mehr Punkte. Volley haben höhere Fehlerquote als normale Schüsse. Okay. Okay. Ziele möchte ich gerne treffen. Oh. Okay, schon mal drinne. Exzellent. Super. Das haben wir schon mal geschafft, das Training. Kommt jetzt noch eine Sequenz oder sowas? Oder irgendwie ein Spiel oder was? Weiß es nicht. Aber Stärke dazu gewonnen. Können uns ein bisschen besser durchsetzen. Mann, ey, es wurmt mich immer noch, das Spiel. Wurmt mich immer noch. So, was kommt denn jetzt? Kommt noch eine Sequenz? In 15 Stunden endet die Transferperiode. Und es ist immer noch nicht klar, ob Alexanders Sensationswechsel zu Real Madrid auch tatsächlich. Okay, okay, ich komme ja. Der wahrhaftige Superagent Michael Taylor. Wo muss ich unterschreiben? Du musst sofort mitkommen. Warum? Was? Warte! Los! Oh, Freunde, ich weiß, was passiert. Wir müssen uns entscheiden. Komm schon, Fahrmensch! Alles dicht für uns. Okay, Michael. Du machst mir langsam Angst. Was ist bitte los? Wir wurden verarscht. Der Agent, mit dem ich Kontakt hatte, ist ein richtiger Gauner. Beweg dich! Nein. Du meinst Real? Will mich nicht haben? Der Typ ist einer dieser Pseudoberater. Ein absoluter Fake. Einer von den Typen, die Scheinverträge zwischen Spielern und Clubs schließen. Real hatte zu keinem Zeitpunkt Kenntnis. Oh, Michael! Mach schon! Wo fahren wir überhaupt hin, Mann? Wir müssen deine Karriere retten. Bitte versteht, dass diese Geschichte dem Club enorm schadet. Wir mussten davon ausgehen, dass das Angebot echt ist. Das verstehe ich, aber dennoch hat Alex um einen Wechsel gebeten. Mein Herz schlägt immer noch, unverändert, für diesen Club. Schön für dich. Der Manager sieht das leider anders. Es tut mir sehr leid, aber seiner Meinung nach gehörst du nicht mehr zur ersten Mannschaft, Alex. Ab jetzt trainierst du mit dem Jugendteam. Was für ein Blödsinn, er hat den Club zum Erfolg geführt.
Dennoch, die Entscheidung steht. Okay, keine Sorge, Alex. Wir haben noch andere Angebote und 12 Stunden, um uns zu entscheiden. Allerdings nur, solange der neue Verein nicht in der Premier League oder im Europacup spielt, sind wir für Gespräche offen. Ein Wechsel zu einem Rivalen ist ausgeschlossen. Sie wollen etwa ein Vermögen ausschlagen? Der Markt spielt gerade verrückt und wir werden uns nur auf Deals einlassen, die nur einem nützen, nämlich uns. Ja, tut mir leid, dass es so kurzfristig ist. Ich rufe zurück, ja? Gut, okay. Wir haben bis Mitternacht. Wir finden schon was. Das ist so dumm, ey. Das ist so richtig dumm. 4 Stunden später. Ich hab's versucht. Das war alles deine Idee. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, das wird klappen. Er hat so authentisch geklungen. Deinetwegen ist meine Karriere jetzt zu Ende. Und die Nationalmannschaft kann ich jetzt auch vergessen. Ich hab einen Fehler gemacht. Weißt du, ich meine... Weißt du, vielleicht wollte ich es einfach zu sehr... Bitte was? Sei mal ehrlich, Alex. Wie viele Superstars vertrete ich gerade, hm? Früher hat ständig das Telefon geklingelt. Die Stars wollten alle bei mir unter Vertrag stehen. Aber jetzt? Jetzt nimmt keiner das Telefon ab. Ich krieg einfach nichts mehr. Als das mit Gareth schief ging, war alles fast verloren und ich musste was tun. Ich muss zurück. Du meinst das ernst, ja? Ich habe alles für dich getan. Und du hast meine Karriere riskiert, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt dann, hä? Glaub mir bitte. Ich wollte für dich das Beste. Tut mir leid. Nein. Deine Entschuldigung bringt mir keinen neuen Verein. Fadi ruft an. Er ist ja auch ein Scout. Was ist das für ein... Dad. Also, du rufst echt immer in den unpassendsten Momenten an, weißt du? Suchst du noch einen neuen Club? Was? Ja. Aber jetzt ist es zu spät. Es ist nie zu spät, Alex. Gib mir nur 5 Minuten, mehr will ich nicht. Ich habe hier jemanden, der mit dir reden will. Wie geht es dir, Alex? Rosales. Geh doch nicht in die MLS. Sardes kennst du sicher noch. Oder nicht? Du suchst also nach einem neuen Verein. Wie der Zufall so will... Haben wir momentan Verletzungspech. Wir suchen einen neuen Stürmer, um noch in die MLS-Playoffs zu kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich klingt das nach einer perfekten Gelegenheit. Bei Interesse können wir uns einigen, ist das bien? Aber wir brauchen jetzt eine Antwort. Alex, das kann dir echt helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Ja, da hat er recht. Harold, würdest du mit mir arbeiten, wenn Alex ja sagt? Wenn es Alex hilft, sicher. Ich bin nicht sicher. Das geht mir alles ein bisschen schnell. Es ist die Chance für einen Neubeginn. Also, Alex, was wirst du machen? Wirst du mit den Kids trainieren? Oder willst du der Welt bei den LA Galaxy zeigen, was du so drauf hast? Nö. Ich will nicht in die MLS. Ich will nicht. Ich glaube, wir können jetzt nicht weiterspielen. Ich vermute es zumindest. The Journey fortsetzen.
Ich will nicht in die MLS. Danke. Okay. Ich hab's mir gedacht. Ich will nicht in die MLS. Ihr könnt da hinschreiben. Also es wird verschiedene Möglichkeiten geben. Entweder sagen wir direkt Nein zu MLS und kriegen keine Transfermöglichkeit. Oder aber wir sagen Ja zu MLS, sind dann da, müssen da erstmal eine Saison spielen oder sowas, aber sind dann irgendwie, ja, keine Ahnung. Oder aber, dritte Option, es kommt, wenn wir die MLS absagen, noch die Option, einen anderen Club auszuwählen, weil wir dann zufällig noch ein Angebot kriegen von Bayern, PSG oder was weiß ich. Okay, damit bedanke ich mich. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann, sobald die Trial vorbei ist, also die Vollversion wirklich draußen ist. Und ja, ich sag danke, macht es gut. Daumen gerne nach oben da gelassen, das wäre sehr cool. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.